Dann darf ich jetzt zuerst Sie, Herr Dr. Brauch-Siepe, bitten. Ihr Thema ist der Arbeitsschutz, Recht und Pflicht zugleich für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Und in diesem Zusammenhang die Frage, wie steht es denn mit der Prävention von Hautkrankheiten am Arbeitsplatz rechtlich betrachtet? Ich bin dankbar, dass ich wieder hier dabei sein kann, denn es ist für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wichtig, was Sie hier unternehmen. Prävention ist eine Herausforderung für Unternehmen wie für Beschäftigte. Präventionsmaßnahmen dienen dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und stetig zu verbessern. Von solchen Hauterkrankungen wissen wir, dass sie oft einen langen Verlauf haben und die Menschen stark beeinträchtigen. Bei berufsbedingten Hauterkrankungen kommt hinzu, dass manchmal sogar eine Tätigkeitsaufgabe erforderlich wird. Das heißt, das persönliche Leid durch die Erkrankung kann auch gravierende soziale Folgen haben. In den Betrieben wiederum können lange Zeiten der Arbeitsunfähigkeit ebenfalls gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, benötigen daher Präventionsstrategien, mit denen arbeitsbedingten Erkrankungen dauerhaft vorgebeugt wird. Auch dies ist ein Anwendungsfall für die Grundüberzeugung, dass Prävention, dass Gesundheitsschutz, dass Investitionen in die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Ende nicht in einem Konfliktverhältnis zum Gewinnstreben und auch zur Gewinnerzielung von Unternehmen liegen. Und in diesem Zusammenhang darf ich Herrn Professor Sven Malte-John bitten. Er wird uns die wohl häufigste Erscheinungsform einer beruflich bedingten Hauterkrankung, das Handekzem, hoffentlich nicht das chronische Handekzem, vorstellen. Die wesentliche Botschaft ist, es gibt keine unschuldigen Hautveränderungen in Hautrisikoberufen. Die entwickeln sich weiter an Arbeitsplätzen wie diesen hier zum Beispiel und können dann unter Umständen in eine solche schwere Allergie gegen Berufsstoffe übergehen, wenn man nicht rechtzeitig etwas unternimmt. Aber die Frage, die wir natürlich kriegen, gerade auf der internationalen Ebene, ist, ja, könnt ihr euch das leisten? Ihr macht ja auch sehr viel Aufwand damit. Ihr nehmt die Patienten stationär auf, berät sie intensiv, macht die gesamte Diagnostik. Könnt ihr euch das leisten? Und die Antwort ist, yes, we can. Und wir können das auch belegen. Weil wenn man bei diesen Menschen mit schwerem Handekzem, die sämtlich schon arbeitsunfähig gewesen sind, die Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeit vergleicht in dem Jahr vor der Maßnahme und in dem Jahr danach, dann sieht man, dass das um 70% zurückgegangen ist. Und da geht es eben halt darum, unsere Präventionsinstrumente noch weiter zu schärfen und den Menschen eben zur Verfügung zu stellen. Sodass wir zusammenfassen können, Prävention ist ethisch erforderlich, sie ist gesetzlich verankert. Aber das Besondere ist, Herr Dr. Brauch-Siepe hatte schon darauf hingewiesen, es zeigt sich eben auch, man kann den Menschen ihren Arbeitsplatz erhalten, man kann ihnen ihre Gesundheit erhalten und gleichzeitig noch Kosten für die Unternehmen und für die Solidargemeinschaft senken. Das ist auf europäischer Ebene erkannt und das ist Gegenstand dieser Aktionswoche. Deshalb ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie eben das, was an Möglichkeiten für die Patienten zur Verfügung steht, publik machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir kommen nun zu einer medizinischen, zu einem medizinischen Thema, was nicht minder bedeutend für die Berufserkrankung Haut ist, nämlich die Kontaktallergie. Eine Hauterscheinung mit vielfältigen Ursachen und da liegt genau das Problem, denn diese Ursachen müssen zuerst einmal gefunden werden. Frau Professor Mahler sagt, hier ist Deutschland nicht up to date und ich frage, wieso das? Ziel dieser Bemühungen ist die Rehabilitation. Man will versuchen, den Patienten hautgesund in seinem Wunschberuf zu erhalten. Rehabilitation vor Rente. Ziel ist nicht bei den ersten Hauterscheinungen, den Betroffenen bereits aus seinem beruflichen Umfeld hier zu entfernen. Aber, und deswegen zeige ich Ihnen dieses Bild, dieses Ziel kann nur verwirklicht werden, wenn hier viele unterschiedliche Stufen berücksichtigt werden. Und die dermatologische Therapie ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Und diese
kann nur erfolgreich sein, wenn hier diese Basis dieser Pyramide entsprechend umgesetzt und erfolgreich umgesetzt wird. Und das bedeutet, wir müssen das Expositionsprofil des Patienten kennen, am Arbeitsplatz, im Beruf, womit hat er denn zu tun. Und das erfordert eben bei Handekzemen, die länger als 3 Monate dauern, eine konsequente Diagnostik, die bei allen Handekzemen hier eben auch einen Epikutantest erfordert zum Ausschluss eines allergischen Kontaktekzems. Und erst wenn die Ursache des Handekzems auch identifiziert wurde, dann ist es auch möglich, adäquate Präventionsmaßnahmen zu schalten. Hier ist das vorrangige Ziel, die identifizierten Auslöser natürlich auszuschalten. Deswegen, ich möchte schließen mit einem Fazit und einem Appell. Bei bereits klaffender diagnostischer Lücke ist es erforderlich, dass diese nicht noch weiter auseinanderklafft. Im Interesse der deutschen Arbeitnehmer und Bevölkerung hier eine Modifikation dieser AMG-Novelle vorzunehmen, damit es wieder zu neuen Zulassungen relevanter neuer Testallergene kommt. An dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Heute kommen wir zu einem neuen Thema, nämlich Hautkrebs als Berufserkrankung. Wer sich in den gesetzlichen Bestimmungen auskennt, wird sagen, wieso Hautkrebs als Berufserkrankung in der Liste ist, das gar nicht drin. Stimmt. Es ist eine Initiative von vielen Seiten, das zu ändern. Und Herr Dr. Reusch wird uns jetzt die Hintergründe zum Thema Hautkrebs im und Beruf erläutern. Wir haben auch heute noch mindestens 15% der Bevölkerung, wenn nicht mehr, die sich beruflich regelmäßig in der Sonne aufhalten müssen in diesem Fall. Das ist konventioneller Landwirt, das ist Müllabfuhr, das sind die Dachdecker, schauen Sie mal seinen Rücken an, das macht er den ganzen Tag von morgens bis abends. Und da reicht ja auch schon das Licht, das die Sonne durch die Wolken hindurchbringt. Das ist die chronische Exposition mit Licht. Was für den Einzelnen schrecklich ist, das zu haben, was unnötig ist, was groß ist, was schmerzhaft ist, was auch zum Teil entstellt, was aber auch natürlich gesellschaftliche Folgekosten hat. Ich kann Ihnen jetzt keine abschließenden Zahlen darüber geben, was diese betroffenen Patienten gesellschaftlich auslösen, aber wir gehen von mindestens 5.000 Hautkrebsen pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland aus, die auf diese Art und Weise ausgelöst werden. Und da werden etliche, wahrscheinlich eher im Bereich von 100 Millionen zusammenkommen. Ich befürchte, dass die Wissenslücken auch im Arbeitsschutz noch ganz, ganz groß sind und dass wir da noch gewaltige Felder aufzuarbeiten haben. Neben dem Aspekt, nach außen zu werben, gibt es auch für uns einen Auftrag, nach innen zu werben. Wir wollen auch unsere Dermatologen, aber auch die Betriebsmediziner sensibilisieren für diesen Bereich und mit dazu beitragen, dass derartige Erkrankungen möglichst frühzeitig, entweder gar nicht auftreten oder frühzeitig behandelt werden können. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt einen Aspekt noch einmal etwas fokussieren. Feuchtarbeit, den haben Sie eben schon gehört. Und wir wollen aber mal hinschauen, wie wird denn aus dieser Kampagne, Aktionswoche Haut und Job und dieses Hautgesundheitskampagne bundesweit, wie wird das umgesetzt in den Betrieben? Und dabei hilft uns Herr Kähler von der BGW und er wird uns etwas erzählen über eine sehr interessante Kampagne am Beispiel der Friseure. Darf ich Sie bitten? Friseure finden Hautschutz per se erstmal doof. Das muss ich einfach mal hier so deutlich sagen. Das ist unsexy. Und wenn wir dann nochmal überlegen, wenn man einen Friseur dazu bringen möchte, dass er sein Verhalten ändert, was ja sowieso das Schwierigste ist im Leben, das wissen alle, die Kinder haben und erziehen, wenn ich dann Materialien habe, die nicht gut ankommen, wenn ich so mal sagen darf, und denke an irgendwelche Haushaltshandschuhe, die rosa, gelb oder hellgrün sind, dann denkt doch jeder eher ans Putzen, Toilette putzen oder ähnliches. Und ich als Friseur würde damit auch nicht meinem Kunden die Haare waschen wollen. Also braucht diese Kampagne, wenn sie dieses Thema beleben möchte, einen sexy, schönen Handschuh. Den bieten wir bei der BGW an, den sehen Sie hier jetzt abgebildet. Das ist eine ganz gute Farbe, das ist ein guter Trend, der kommt sehr gut an. Und wenn wir dann solche Schubladen, solche Musterschubladen haben, die in den Arbeitswegen drin sind, die quasi als Selbstpflegeschublade abgebildet sind, wo man den Leuten zeigt, wie sie sich selber in der Arbeit bestücken können, damit sie an die Selbstpflege denken und sie auch implementieren, dann sind wir auf einem guten Erfolg. Es geht nicht darum, aus meiner Perspektive einem anderen zu erklären, was er zu tun hat, sondern es geht darum, die Menschen zu begeistern und die Menschen zu erreichen, damit sie dann auf den Zug aufspringen. Tja, und wenn das alles berücksichtigt wird, dann klappt es auch wieder mit der Frisur.
geht schlicht um die Frage, wie die Beschäftigten, die wir hoffentlich mit unserer Kampagne mobilisiert kriegen, sich ihren Hautveränderungen zu widmen, dahin kriegen, auch in die richtigen Wege zu kommen, damit Prävention wirksam wird. Herr Dr. Eichendorff. Und es geht darum, Gefährdungen so früh wie möglich festzustellen. Denn was wir wollen, das mag Sie auf den ersten Blick überraschen, da die gesetzliche Unfallversicherung ja auch eine Versicherung ist. Wir wollen mehr Fälle. Es geht nicht darum, zu weniger Fällen zu kommen. Auch wir sind davon überzeugt, dass wir in dem Bereich der Hauterkrankungen bisher in dieser typischen Eisbergsituation sind. Wir kennen zu wenige der Fälle, die tatsächlich anliegen. Und dieser neue betriebsärztliche Gefährdungsbericht Haut ist ein Instrument, das sollten jetzt wirklich alle Betriebs- und Werksärzte ganz, ganz intensiv nutzen. Die letzte Botschaft, die ich habe, ist eine ganz einfache. Sie sollten immer daran denken, dass sich Prävention lohnt. Prävention lohnt sich für die Beschäftigten, das ist klar, das ist der ethische Aspekt. Prävention ist auch gesetzlich vorgeschrieben, das ist auch unstrittig. Aber Prävention lohnt sich für die Betriebe wirtschaftlich. Wir haben eine groß angelegte Studie in Deutschland gemacht, wo wir in einem Return on Prevention, angelehnt an den Return on Investment, ermittelt haben, wie viel Geld bekomme ich zurück, wenn ich in die Prävention investiere. Und das Ergebnis, wenn Sie es nicht schon kennen, wird Sie überraschen. Der Return on Prevention in Deutschland ist 1,6. Das ist ein Durchschnittswert von immerhin 40 Unternehmen. Das ist also eine sehr breite Basis. Und wenn ich dort 1 Euro in die Prävention investiere, bekomme ich 1,60 Euro zurück. Sie dürfen sich selber fragen, wo Sie heute eine Verzinsung von 60% erreichen können. Wir haben das inzwischen international ausgeweitet. Die Studie läuft derzeit in 27 Ländern. Von 16 Ländern haben wir die Ergebnisse fertig. Da liegt der Return on Prevention sogar bei 2,2. Deshalb mein Schlusswort: Prävention lohnt sich. Dankeschön.